Ja, hallo und herzlich willkommen zur SmackDown Live Review vom 13.03.2018. Ja, ihr hört es richtig, SmackDown Live. Nach einer längeren Zeit reviewen wir auch SmackDown. Und an meiner Seite ist natürlich wie immer der Mischa. Guten Abend. Ja, es ist sehr, sehr spontan, dass wir SmackDown aufnehmen. Also wir haben jetzt gerade gleich 23 Uhr und ich glaube vor einer halben, dreiviertel Stunde hast du mir gesagt, ja, SmackDown reviewen. Ja, ich habe es halt gesehen und es ist so viel passiert, dass man sagen könnte, dass es sich lohnt, drüber zu reden. Es ist noch anderer Kram passiert in der Welt des Wrestlings und da dachte ich mir, komm, kann man eine Ausgabe mal machen wieder. Genau, da machen wir wieder eine Ausgabe, passend auch zur Road to WrestleMania, weil auch natürlich WrestleMania-mäßig was passiert ist. Und ja, passt sehr, sehr gut. War natürlich sehr schnelle Vorbereitungszeit und ja, kam jetzt in den letzten drei Tagen mehr oder weniger Reviews. Am Mittwoch kam ja Fastlane, wo ja ein kleiner Fauxpas mir passiert ist. Und zwar habe ich irgendeine alte Review gerendert, habe die hochgeladen, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich dachte mir nur so, okay, schön, ist hochgeladen, Länge passt so ungefähr. Und dann schreibt mir, ich glaube, das war Latino hier selber, hat geschrieben, völlig falsche Ausgabe, weder Thumbnail noch zur Ausgabe noch die Aktualität passt. Und ich dachte mir so, hä? Was habe ich denn jetzt hochgeladen? Dann gucke ich so, ja, herzlich willkommen zu Raw Review vom 26.02.2018. Ich dachte mir so, stimmt nicht so ganz. Und dann so guck ich in Bearbeitungsprogramm und denke mir nur so, da habe ich die falsche Ausgabe gerendert. Denke mir nur so, ja, abends wollte mir einen entspannten Abend machen, schön Champions League gucken. Nee, Ausgabe rendern. Also neu bearbeiten, rendern, hochladen. Und dann kommt natürlich der Micha und schreibt natürlich alles im ersten Versuch. Natürlich. Sehr professionell halt, wie das hier abläuft. Richtig, ne? Habe ich dich nicht eigentlich gefeuert? Ah, nee. Ich habe dich wieder eingestellt, stimmt. Was ja, ich wurde nur vorübergehend suspendiert, so für ungefähr 12 Stunden. Ja, genau. Dann passt es doch wieder. Die Raw Review lief im ersten Versuch. Außer jetzt schreibt mir wieder gleich eine falsche Ausgabe. Aber davon gehe ich nicht aus. Und ja, dann müsste alles gepasst haben. Und natürlich wird auch bei SmackDown alles perfekt laufen. Natürlich. Wie immer, ne? Wie immer. Ja. Ja, ich habe ja gesagt, WrestleMania bezogen ist was passiert. Nicht nur in der SmackDown, sondern auch, ja, WrestleMania-mäßig. Und wir haben in der letzten Raw Review haben wir über ein sehr, sehr kontroverses Thema geredet, wo wir auch sehr negativ eingestellt waren. Und zwar bezüglich der Fabulous Moolah Battle Royal bei WrestleMania, also quasi eine Women's Battle Royal, was quasi wie die Andre the Giant Memorial Battle Royal ist, nur halt eine Frauenedition, wo wir auch kritisiert haben, warum man Fabulous Moolah hier ehren möchte, nachdem sie ihre Sachen, die sie getan hat, gemacht hat. Und wir haben ja angesprochen, dass sich das ja nur ändert, wenn es halt große Wellen schlägt. Und man kann schon sagen, es haben große Wellen geschlagen. Es haben ja sehr viele Medien darüber auch berichtet, dass die WWE sowas gemacht hat und ja. Ich glaube, mit das Größte war Forbes. Ja, Forbes war das eigentlich hier. Es gab ja auch. Ich denke auch, diese, das TMZ, was auch geschrieben hat, denke ich mal auch. Es gab ja auch diese Kampagnen, die man da online machen konnte, so Petitionen und sowas. Da habe ich auch eine mit unterschrieben. Da waren dann auch nach wenigen Stunden schon irgendwie 6.000 Unterschriften für gesammelt. Und was sehr interessant ist, dass wohl mit einer der Sponsoren von WrestleMania, Snickers, es unakzeptabel bezeichnet hat, so eine Memorial Battle Royale zu gestalten. Und ich behaupte, dass das dann einer der Hauptgründe war, warum sie dann auch umgeswitcht wurde. Denn die WWE hat dann ja ihre Pressemitteilung rausgehauen von wegen, wichtiger ist es ja, dass es um die Frauen geht und es heißt jetzt nur noch die Women's Memorial Battle Royale und ja. Gut gemacht. Gut gemacht. Chapeau an die WWE. Ja, es hätte von Anfang an nicht passieren sollen, dass es nach der Fabulous Moolah benannt wird, aber ja. Vor allen Dingen, es war wohl eine relativ kurzfristige Entscheidung, behaupte ich, weil bei SmackDown hat man ja nochmal das Video, also deshalb denke ich auch, dass wirklich, was für sich vielleicht Mittwoch wirklich der Sponsor Snickers oder wer auch immer da Wind von bekommen hat und zu WWE gesagt hat, ey Leute, nee, weil man hat ja bei Raw das Video schon gezeigt und die Ankündigung und da gab es schon den Aufruhr unter den Fans und dann hat man es bei SmackDown trotzdem nochmal gezeigt, wo dann quasi auch noch nichts passiert ist in die Richtung. Man hat es quasi nochmal gehypt
Und erst heute Donnerstag ist dann quasi was passiert. Also von daher, ja. Die McMahons halt. Das sind halt die McMahons, ne? So wie man sie leibt und ne, Quatsch. Da waren wir lieber nicht darüber. Aber ich finde es gut, dass man es jetzt geändert hat. Man hätte sich, wie du schon gesagt hast, denken können, dass das da sich erst ändern wird. Aber besser jetzt als zu spät. Genau, dann gehen wir auch direkt zum nächsten Thema und zu einem etwas größeren Thema. Und zwar passend dazu gab es auch einen Kommentar von dem AJ Styles Fan 23. Was ist eure Meinung dazu, dass Okada den Wrestler of the Year und Most Outstanding Wrestler Award bekommen hat? Mich regt es nämlich tierisch auf zu lesen, dass AJ oder Kenny die Awards mehr verdient hätten. AJ ist zwar mein Favorite Wrestler, aber er konnte nie mit Okada mithalten. Kenny ist auch extrem gut und der zweitbeste Wrestler der Welt. Doch muss er seine Matches des Öfteren mit Krankenspots verzieren, um sie zu Klassiker zu machen, während Okada mehr auf Matchpsychologie setzt. Um's abzukürzen, ja, er hat mit allem, was er gesagt hat, recht. Omega ist eher so der Spotlight-Wrestler, kann man sagen. So einfach, er ist ein WWE-Wrestler, wenn man das so sagen will. Ich will ihn nicht beleidigen, was eigentlich schon eine Beleidigung ist, wenn man Omega als WWE-Wrestler bezeichnet. Aber rein so vom Stil her, er würde perfekt in die WWE passen, weil er halt ein Spot-Wrestler ist, nicht bezogen auf. Er macht nur Flips oder keine Ahnung für ein Bullshit, sondern er ist ein Highlight-Wrestler für Highlight-Clips quasi. Das ist Okada nicht. Also eher weniger. Er hat eher methodischere Matches, eher lange, gut, hat Omega auch, aber langsam mehrere Matches mit wenigen High-Spots. Und Omega hat halt eher so die Explosions-Matches, die Action-Film-Matches, die halt weltweit so beliebter sind, kann man sagen. Na, beliebter nicht unbedingt, aber die vielleicht ansprechender sind, auch für Nicht-Wrestling-Fans, die dann halt sehen, dass dann da Dives passieren, die absolut unglaublich sind, oder er halt einfach mal jemandem das Knie ins Gesicht drückt und kommt halt dadurch vielleicht ein bisschen besser an. Rein technisch und so. Also es ist komplett verdient, dass Okada Wrestler des Jahres geworden ist, den Wrestler des Jahres Award gekriegt hat. Es gibt ja noch eine zweite Kategorie, das ist ja der Most Outstanding Wrestler. Den hätte ich persönlich eher Omega gegeben, weil für mich ist der Wrestler des Jahres jemand, der im Ring geil war, jemand, der ein Draw war, jemand, der den Titel hatte und nicht oft verloren hat oder so, halt wirklich auch an der Spitze der Company war. Und das war Okada. Hat den Titel das ganze Jahr gehabt. Ja, ist, glaube ich, glaube, der ist der Erste irgendwie gewesen, der am 4.1. den Titel hatte und dann am Jahresende, also dass er durchgehend Champ war. Er hat eine göttliche Titelverteidigung nach der anderen gehabt. 2017 war sowieso ein absolut brutales Jahr, weil die drei Okada-Omega-Matches, die kannst du in jedes beliebige Jahr aller Zeiten stecken. Das wäre immer Match des Jahres geworden. Das sind quasi jetzt die vier besten Matches aller Zeiten sind alle in einem Jahr passiert. Das waren die drei Omega gegen Okada Matches und das Shibata gegen Okada Match. Und daran sieht man schon, in allen vier Matches war Okada beteiligt. Er war der Champion das ganze Jahr. Er war ein Draw. Und deshalb ist er mit Abstand der Wrestler des Jahres quasi in der Kategorie. Outstanding, wie gesagt, würde ich auch eher Omega nehmen, weil er halt eher so ein bisschen geglänzt hat. Gerade durch sein In-Ring-Work, gerade durch seine spektakulären Aktionen etc. Ja, ich muss mich da ja raushalten, weil ich ja nicht alles gesehen habe, aber was ich von Okada gesehen habe und auch von Omega und von AJ Styles, also AJ Styles habe ich natürlich am besten verfolgt, aber es ist halt schwierig zu vergleichen, da ich halt zum Beispiel einen Omega oder einen Okada jetzt nicht aktiv verfolgt habe. Natürlich, ich kenne die Matches, die sie geworkt haben, jetzt zum Beispiel Wrestle Kingdom 11 war das, glaube ich, müsste es gewesen sein. Ja. Genau, das Match, das habe ich gesehen, klar, aber jetzt zum Beispiel Shibata oder jetzt die anderen Matches habe ich nicht gesehen. Deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, was ich so alles gehört habe, würde ich auch sagen, dass es Okada verdient hat, Wrestler of the Year zu sein. Bei Most Outstanding, ja, kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Ja, auf Also jeden Fall, ja. zu Styles jetzt. Es ist schwierig. Also ich will nicht sagen, es ist jetzt, sage ich mal,
unmöglich in der WWE, Wrestler des Jahres zu werden zur heutigen Zeit, aber schon Gut, er war das ein letztes Stück Jahr. weit. Ja, wie gesagt, ja, er war es letztes Jahr, aber er war ja auch am Anfang des Jahres auch in New Japan und er hat im ersten Jahr in der WWE direkt den World Title geholt und etc. Also das spielt natürlich auch viel mit rein. Ich meine, der letzte, der Four Styles in der WWE gewonnen hat, war Cena 2011. Davor Jericho ein paar Mal etc., aber da war auch New Japan nicht so groß im Jahr 2010. Und jetzt, wo gerade durchs Internet New Japan immer größer wird und beliebter weltweit, ist es halt einfach schwerer, mit denen mitzuhalten. Wenn dann halt Leute wie Nakamura, der 2015 gewonnen hat, Styles, der 2016 gewonnen hat, der da bei New Japan war, 2014, 2013, Tanahashi, 2012, Tanahashi, da sieht man schon ganz klar den Umschwung. Das ist halt ganz einfach. Leute, die im Jahr Champions sind bei New Japan, den prestigeträchtigen World Title haben, der nicht oft wechselt und dazu dann noch Mega-Matches haben, irgendwie, was weiß ich, gefühlt 3-5-Sterne-Matches im Jahr, dann hast du in der WWE keine Chance. Also so ein Styles, der hat jetzt dieses Jahr natürlich auch wieder den Title geholt, aber das reicht halt nicht. Also es ist halt, dieses Jahr in der WWE gab es keinen, wo man sagen könnte, ey, der war komplett dominant. Wer drin ist, noch, ansonsten ist Brock Lesnar. Der ist reingekommen oder der hat den Vorteil, dass er das ganze Jahr World Champion war. Problem an ihm ist halt, er hat gefühlt 5 Matches gehabt. Deshalb ist er halt weiter hinten, aber trotzdem meiner Ansicht nach auch zu Recht drinne. Ja, also wie gesagt, es ist halt schwierig zu vergleichen bezüglich allen Wrestlern, die halt geworkt haben in den größeren Companies. Also auf jeden Fall Wrestler des Jahres Okada als erster, zweiter Kenny Omega, dritter Naito und vierter kommt erst AJ Styles. Bei Genau, Outstanding. Ja, dann sag. noch Kento Miyahara von All Japan, Rush von CMLL, Brock Lesnar, Tanahashi, Ishii und natürlich Chris Jericho als Nummer 10. Dann bei Best Most Outstanding Wrestler war der beste Wrestler auch hier Okada, wie ich schon gesagt hast. Zweiter war Kenny Omega, dritter AJ Styles, vierter war Tetsuya Naito, Tomohiro Ishii, Kushida, Zack Sabre Jr., Will Ospreay, Kota Ibushi und Io Shirai. Oder Shirai, ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird. Shirai. Shirai, okay. Genau, dann MMA würde ich mal sagen, lass mal raus. Ja, Ja, zu. überraschend, dass Conor McGregor nicht gewonnen hat bei den Draws. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Hat er letztes Jahr einen Fight gehabt? Der hat nur den Boxkampf doch gehabt, nur Genau gegen. deshalb. Deshalb ist es schon okay, dass er nicht drin ist. Ich meine, er ist trotzdem der größte Draw. Das hat man an der brutalen Verkaufszahl von dem Pay-Per-View-Buys, von dem Boxkampf gesehen. Aber ja, als erstes ist jetzt George St. Pierre, der halt, sage ich mal, von den aktiven Fightern die größte Drawing Power hatte. Deshalb ist der vor McGregor. Jo, kann man sagen. Dann Tag Team of the Year ist erster Platz die Young Bucks mit sehr, sehr großem Abstand. Dann zweites die Usos. Drittes War Machine. Viertes Cesaro und Sheamus, also The Bar. Fünftes New Diamitas. Penta UM Rey Fénix. Siebter war Daisuke Sugimoto und Yuji Okabawashi. Ich kenne die Namen überhaupt nicht. Es ist großartig. Ich amüsiere mich köstlich, wenn du die Namen vorliest. Ja, und du denkst, das ist komplett falsch, ne? Es geht schon. Ja, Chris Brooks und Kid Locus und Seema, Dragon Kid and Show und Joe. Gut. Ja, kannst ja was dazu sagen. Also Usos, würde ich sagen, von WWE war für uns auch Tag Team of the Year, also verdient. Waren die? Ja, doch, die waren bei uns auch Team of the Year. Ja, genau, ich musste nur gerade überlegen. Genau. Ja, die Young Bucks als erstes, die haben jetzt schon die letzten 3 oder 4 Jahre, glaube ich, gewonnen. Lass mich mal gucken. Guck Eins, mal. zwei, drei, die letzten 3 Jahre. Von daher sind einfach das beste Tag Team der Welt, kann man nichts sagen. Usos, wie gesagt, haben wir schon erwähnt. War Machine ist ja jetzt bei NXT unter Vertrag. Überrascht mich, dass die so hoch stehen. Ich meine, sie waren Ring of Honor Tag Team Champions, haben international ausgerissen, waren IWGP Tag Team Champions. Von daher geht es klar. Penta Junior und Rey Fénix waren ja bei PWG unterwegs, waren eigentlich überall in den Indies, bei Lucha Underground eher weniger, weil die haben ja nur am Anfang des Jahres wurden da, glaube ich, noch
getaped oder gezeigt, aber das sind ja ähnlich als Tag Team aufgetreten, von daher kann man das eh nicht erzählen. Sekimoto und Okabayashi, göttlich. So ein geiles Tag Team. Hätte ich gefühlt höher sehen können noch, aber ist halt auch eher unbekannt. Man muss halt bisschen gucken, ist halt von den Fans gewotet, von allen Subscribern, vom Observer, und es ist klar, dass dann WWE oder New Japan Wrestler oder Ring of Honor Wrestler höher stehen als jetzt Wrestler von Big Japan zum Beispiel, was halt kaum verfolgt wird. Chris Brooks, Kid Lykos, CCK. Ist klar, dass die auch mit drin sind, hatten auch ein sehr, sehr gutes Jahr von Progress. Shima und Dragon Kid von Dragon Gate auch mit drin, und Sho und Jo von New Japan Pro Wrestling stehen noch relativ weit hinten, da die ja erst, ich glaube, gegen August oder so reinkamen und das Tag Team gegründet hatten. Geil auf jeden Fall, dass Walter und Timothy Thatcher quasi Platz 11 sind bei den Honorable Mentions, weil die ja WXW Tag Team sind. Also sehr, sehr schön für die Stimmt. beiden und sehr, sehr schön für die WXW. Ja, ist auch nicht schlecht für die. Dann, ja, bestes Micwork. Erster Platz Conor McGregor. Zweiter Platz Chris Jericho. Dann kommt The Miz, Kenny Omega, Kevin Owens, Paul Heyman, Tetsuya Naito, Samoa Joe, Michael Bisping und Zach Gibson. Ja, das ist natürlich relativ schwer, sowas immer zu differenzieren, wenn man UFC-Fighter und WWE-Listen mischt halt, weil Conor McGregor ist halt Conor McGregor, während The Miz, Kevin Owens, Paul Heyman, Chris Jericho etc. halt irgendeinen Charakter spielen. Aber trotzdem, von daher, ich finde trotzdem, die Liste geht in Ordnung. Ich hätte vielleicht sogar Chris Jericho auf Platz 1 gesetzt, weil Chris Jericho einfach fucking awesome ist. Oder Kenny Omega hätte ich auch wesentlich höher gesetzt. Weil Jericho ist einfach unglaublich, was er dieses Jahr gerissen hat. Man kann gefühlt jedes Jahr, wenn Jericho wieder da ist, sagen, okay, das war sein bestes Jahr aller Zeiten. Es geht jetzt schon seit 2008 so, dass man jedes Jahr sagt, okay, das ist das beste Jahr, was er jemals hatte. Und es ist dieses Jahr wieder so, er hat jetzt so oft sich schon neu entwickelt, jetzt mit der Liste 2008 als absolute Arschloch-Heel gegen Rey Mysterio und gegen Shawn Michaels, und 2000 dann gegen Triple H als absolutes Babyface, oder halt 99 als Arschloch auch reinkam als Y2J, und Jericho, awesome, awesome, awesome. Ja, Jericho ist auf jeden Fall awesome, das kann man auf jeden Fall sagen. Dann kommen wir zu Promotion of the Year. Ja, Überraschung, Überraschung. Erster Platz mit, ja, sehr, sehr deutlichen Abstand. New Japan Pro Wrestling, dann kommt Ring of Honor, dann kommt die WWE, dann UFC, CMLL, Progress, All Japan, PWG, WXW und dann Yes. Revolution Pro Wrestling. Geile Scheiße, WXW. WXW freut mich immer, wenn ich WXW bei sowas sehe. Auch als ich im Observer weitergelesen habe und es wurde über das Karat geschrieben, was letzte Woche stattfand. Das freut mich einfach immer wieder, wenn jetzt auch weltweit die WXW so bekannter wird. Ja, Promotion of the Year war klar, ungefähr die Reihenfolge. UFC hat eines der schlechteren Jahre gehabt. Seit, was weiß ich, 5, 6 Jahren. Conor McGregor ist nicht mehr angetreten. Ronda Rousey ist quasi zurückgetreten. Von daher ist da nicht viel gekommen. Mich wundert, dass das Ring of Honor vor der WWE steht. Ich hätte die zwei geswitcht, weil Ring of Honor dieses Jahr schwach war. Also in den letzten 5 Jahren zum Vergleich war das auch vom Ring of Honor das schlechteste Jahr. Und ich habe es vorhin beim Wrestler des Jahres schon angesprochen. Matchtechnisch war New Japan das Nonplusultra. Hat die besten Matches aller Zeiten geliefert in einem Jahr. Und deshalb mit Abstand die 1, wie es auch hier mit 4.600 Punkten Vorsprung der Fall ist. Ja, also da wundert mich das nicht. Genauso wie es auch bei der besten Weekly Show New Japan Pro Wrestling Sieger ist. Dann kommt NXT, da kommt CML, Friday Night Arena, Mexiko. Dann Being the Elite, Ring of Honor, WWE SmackDown Live, Lucha Underground, CML, Monday Night Publa, Raw und dann auch wieder WXW. Ja, kann man eigentlich auch so zustimmen. Being the Elite ist überraschend. Das ist ja nur so eine kleine YouTube-Serie quasi von Young Bucks. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Nee. oder schon mal davon gehört hat. Das ist quasi so eine 10-minütige, 15-minütige Episode auf dem Kanal der Young Bucks, also auf dem Being the Elite-Kanal. Und da werden halt so Stories weitergebracht. Da wurde zum Beispiel schon seit Ewigkeiten angeteased, dass Kenny Omega irgendwann turnt oder dass Cody Rhodes irgendwann turnt und dass Kota Ibushi zurückkommt, etc. Also sowas wird dann da so quasi, das ist ganz cool eigentlich. Also abseits von Ring of Honor und New Japan gibt es halt da die eigenen kleinen Storylines innerhalb des innerhalb des Bullet Clubs, spezifisch von der Elite, wie sie sich ja nennen, halt mit Kenny Omega, den Young Bucks, Kota Ibushi, Cody Rhodes, etc. Und das ist eigentlich ganz geil. Und trotzdem verwunderlich, dass es da mit drin ist, weil es gibt kein Wrestling bei der Show. Das sind wirklich halt nur Skits und mit Handykamera oder mit kleiner Kamera gefilmte Segmente. Also von daher ziemlich cool. Und ja, NXT ist klar. Und New Japan Pro Wrestling World ist interessant. Ich meine, matchtechnisch ist es klar, dass es die Eins ist, weil New Japan World zeigt einfach nur die Wiederholung von alten New Japan Matches. Und von daher ist es klar, dass da halt 4-Sterne-Plus-Matches jede Woche stattfinden. Und deshalb ist es halt auch klar die Nummer 1, was das angeht. Jo, okay. Dann, ja, Match of the Year im Wrestling-Bereich. Nummer 1, ich denke, man wundert keinem. Kazuchika Okada versus Kenny Omega von New Japan Pro Wrestling Wrestle Kingdom 11. Zweiter Platz, Kazuchika Okada gegen Kenny Omega, New Japan Dominion 6.1 in Osaka. Kazuchika Okada gegen Katsunori Shibata von New Japan Sacred Genesis. Dann kommt Tetsuya Naito gegen Kenny Omega von New Japan Pro Wrestling G1 Climax 27 Tag 19. Mich haben die Zahlen ein bisschen verwirrt. Dann kommt Kenny Omega gegen Kazuchika Okada oder Kazuchika Okada, glaube ich, wird er genannt. New Japan Pro Wrestling Tag 18, also vom G1. Dann kommt Tyler Bate gegen Pete Dunne. 400 mit NXT Takeover Chicago. Dann kommt Kushida gegen Will Ospreay von New Japan Best of Super Juniors Tag 14. Dann John Cena gegen AJ Styles vom Royal Rumble. Dann LA Park vs. Rush und Keith Lee von Keith Lee vs. Donovan Dijak. Ja, sehr New Japan lastig. Wundert es keinem, denke ich mal. Nicht wirklich. Auch wieder hier. Platz 12 quasi. 11, 12, 13. Walter gegen Ilja Dragunov vom Karat letztes Jahr. Brock Lesnar gegen AJ Styles ist mit drin. Brock Lesnar gegen Bill Goldberg kommt noch später. Aber ja, vor allen Dingen die Top 10. Ja, die Top 5. Zur Top 5 braucht man nichts sagen. Das sind mit die 5 besten Matches aller Zeiten. Die kann man auch umher switchen, wie man will. Also ob jetzt Naito gegen Omega auf Platz 1 ist oder Okada gegen Omega 1 von den dreien oder Okada gegen Shibata, das ist vollkommen Latte. Die sind alle auf demselben Niveau ungefähr. Also da braucht man nicht diskutieren. Eins von denen muss da oben stehen. Für mich persönlich wäre es auch Okada gegen Omega vom Tokyo Dome. Das ist für mich das beste Match aller Zeiten. Und von daher stimme ich auch hier der Liste absolut zu. Das ist doch schön. Ja, wenn man überlegt, die ersten fünf, dreimal ist Kenny Omega dabei und viermal, ja doch, viermal ist Kazuchika Okada dabei. Das ist ja schon Wahnsinn. Omega ist auch viermal dabei, oder? Also den ersten fünf meinte ich. Ja. Oder? Moment mal, eins, zwei, oh, stimmt. Okada ist viermal und Omega ist viermal. Ja, sehe ich auch gerade. Ups, dann nehme ich alles zurück. Omega viermal. Okada viermal. Passt. Ja, MMA brauchen wir nicht zu sprechen. Nö. Dann Fehde des Jahres. Ja, Kenny Omega gegen Kazuchika Okada. Dann Floyd Yep. mit deutlichem Abstand. Dann Floyd Mayweather vs. Conor McGregor. Dann Hiroshi Tanahashi gegen Tetsuya Naito. Dann Kushida gegen Hiromu Takahashi. Dann John Jones gegen Daniel Cormier. Rush vs. LA Park. Pete Dunne gegen Tyler Bate. Dann. Ja, wie dann. LIJ gegen Taguchi Japan. Danke. Dann Shane McMahon gegen Kevin Owens und Usos vs. New Day. Und noch ganz kurz Honorable Mention für unseren guten Walter gegen David Starr. Yes, Walter, der King of Wrestling Observer Awards, Honorable Mentions. Ja,
Kann man so zustimmen. Es war jetzt kein riesig fädenlastiges Jahr. Es ist schon bezeichnend, dass eine der größten Fäden der WWE, die hier überhaupt vorkommt, Shane McMahon gegen Kevin Owens ist. Traurig. Hier braucht man, denke ich, nicht mehr zu sagen. Verwundert mich, dass Jericho gegen Owens nicht drin ist. Wobei das halt auch sehr, sehr stark eher im vorletzten Jahr stattfand. Usos gegen New Day, ja, habe ich mir schon gedacht. Pete Dunne, Tyler Bate ist halt was, was sich über viele Promotions gestreckt hat. Und ja, ansonsten Kushida, Hiromu Takahashi hatten einige Matches. Omega Okada sowieso, Tanahashi Naito sowieso. Mayweather gegen McGregor, ja, ist halt, muss man halt gucken, wie man Fehde des Jahres definiert. Was Promos angeht oder Pressekonferenzen, war das natürlich auch eine geile Sache. Aber die hatten halt nur einen Kampf, was halt Drawing Power mäßig dann halt wahrscheinlich doppelt so viel gedrawt hat wie alle anderen zusammen. Also muss mal gucken, wie man das sieht, aber Omega gegen Okada, klar die Nummer 1. Ja, dann Most Improved, Platz 1 Braun Strowman, dann Platz 2 Juice Robinson, aka CJ Parker, für die, die nicht kennen. Dritter Platz ist Velveteen Dream. Vierter ist Cody, 5 Keith Lee, dann Hangman Page, Sobrano Jr., Nibala Roya, Hiray Kawato, Beretta und dann Matt Riddle. Ja, Matt Riddle hat im letzten Jahr Most Improved quasi gewonnen. Braun Strowman, komplette Zustimmung. Juice Robinson, komplette Zustimmung. Hat jetzt auch wieder heute oder gestern? Ich glaube gestern, nee. Heute, gestern? Ich glaube gestern war es. Gegen Michael Elgin im New Japan Cup das Halbfinale gewonnen. Nee, das Viertelfinale. Jetzt kommt das Halbfinale, genau. Da tritt er jetzt im Halbfinale gegen Tanahashi an. Während auf der anderen Seite Sanada gegen Zack Sabre Jr. antritt. Mal gucken, wer da gewinnt. Also Juice Robinson hat sogar eine Show schon gemain-evented für New Japan gegen Naito damals. Also unglaublich. Vom NXT-Jobber zum einem der, vielleicht sogar zu dem obersten Babyface bei New Japan, zum obersten Pure Babyface, weil Omega oder Okada sind ja vielleicht eher Tweener. Aber vom puren Babyface ist der oberste. Ja, Velveteen Dream, ja, kann man sagen, 18 Jahre alt, von Tough Enough zu einem der WWE Match of the Year Kandidaten gegen Aleister Black. Cody auf jeden Fall. Keith Lee kam ja out of nowhere, kam ja halt dieses Jahr erst so richtig raus und hat einige God-Matches gehabt, war auch beim Karat dieses Jahr jetzt. Und auch der Rest geht klar, Kabato, einer der besten Young Lions von New Japan momentan, Hangman Page, wurde super overgebracht von den Young Bucks und ja, Barretta ist schon ewig dabei, hat sich jetzt gesplittet, ist jetzt im Singles-Bereich unterwegs und ist auch da ganz gut. Okay, dann Most Charismatic. Erster Platz: Tetsuya Naito, dann Conor McGregor, Kenny Omega, Matt Riddle, Shinsuke Nakamura, Chris Jericho, Hiroshi Tanahashi, Penta Ohm, Hiromu Takahashi und Marty Scurll. Und Honorable Mentions noch vielleicht. Kein Walter. Kein Walter, aber Kazuchika Okada und Dalton Castle. Ja, der Liste würde ich komplett zustimmen. Tanahashi, weiß nicht, ich finde ihn jetzt nicht unglaublich charismatisch. Aber ansonsten, Matt Riddle ist awesome, Omega ist awesome, McGregor ist awesome, Naito ist awesome. Also von daher, gute Liste. Willis, okay. Dann der beste technische Wrestler, Nummer 1, erneut wieder Zack Sabre Jr., dann Kushida, Hideo Suzuki, Marty Scurll, Pete Dunne, Tetsuya Shibata, Tomohiro Tachibana, Matt Riddle, Johnny Gargano und Kazuchika Okada. Dann kommt noch Tyler Bate, Shotora Asimo und AJ Styles. Ja, wird wahrscheinlich, wenn in 5 Jahren Sabre retired, das wird dann der Bryan Danielson Schrägstrich Zack Sabre Jr. Award. Zack Sabre Jr. inzwischen auch schon zum dritten Mal hintereinander gewonnen, beziehungsweise jetzt zum vierten Mal. Vorher hatte ja Bryan Danielson für den von 2005 bis 2013 durchgängig. Ja. Kushida stimme ich zu auf Platz 2. Hideki Suzuki ist sehr interessant, da der halt auch. Ja, also ich meine, Indie-Wrestling, es gibt ja eigentlich zwei Stufen des Indie-Wrestlings, weil Ring of Honor ist Indie-Wrestling, aber das ist halt dann nochmal Hardcore-Indie-Wrestling, so irgendwie DDT, All Japan, New Big Japan,
oder Evolve vielleicht sogar in Richtung in Amerika oder RevPro und Progress etc. Und deshalb sehr interessant, dass der auf Platz 3 ist, vor jetzt Pete Dunne, Timothy Thatcher, Shibata oder Matt Riddle. Aber ansonsten ist es auch eine richtig geile Liste. Mich wundert, dass da so Kader so weit hinten ist. Aber ansonsten, ja, Saber, klare Nummer 1, ist einfach awesome, der Kerl. Ja, dann kommen wir zum besten Brawler. Erster Platz, Tomohiro Ishii, dann Tatsuya Shibata, nee, Katsuyo Shibata, dann Minoru Suzuki, dann kommt Walter, Walter, yes. dann Samoa Joe, dann Penta OM, Brock Lesnar, Braun Strowman, Shingo Takagi, Kevin Owens und noch Honorable Mentions Pete Dunne. Komplette Zustimmung. Fucking awesome, die Liste. Walter, best Jahr aller Zeiten. Joe, absolut fantastisch. Lesnar hat einige God-Matches, also God-Matches, okay, aber einige geile Matches gehabt. Gegen AJ natürlich, das, was raussticht. Gegen Joe, das war geil. Gegen Goldberg, das Match bei WrestleMania war awesome. Ishii, braucht man nicht drüber reden. Ist die 5-Sterne-Maschine quasi, so nach Okada und Omega, der leider sehr, sehr underrated ist, noch keinen wirklichen World-Title-Run gehabt. Vielleicht kommt er irgendwann noch, ich hoffe es für ihn. Shibata, der ja leider retiren musste. Und Suzuki, der einer der besten Arschlöcher im ganzen Business ist. Vielleicht sogar das Beste. Also, großartige Liste. Dann zum besten Highflyer: Will Ospreay, Ricochet, Volado Jr., Hiro Takahashi, Rey Fénix, Sabano Jr., Dragon Lee, Kota Ibushi, Dabo Allin und Kushida. Ja, kein WWE-Wrestler. Warum? Weil ihre Cruiserweight-Division scheiße ist. Weil die Richtig. scheiße gebuckt wird. Sagen wir es Richtig. so. Vielleicht Ich meine. hat's Neville noch gepackt in die Liste, wenn Neville noch weiter gut gebuckt wäre. Ja, aber der ist halt jetzt auch nicht wirklich so flying. Weil die wissen nicht, wie man eine Cruiserweight-Division bookt. Und deshalb sind alle Cruiserweights bei denen Techniker und fliegen nicht. Richtig. Ricochet ist jetzt bei NXT. Deshalb kriegen die WWE da so einen halben Punkt. Aber ja, auch wieder hier die Liste. Volador, vielleicht der beste mexikanische Wrestler, der heute hier so auf dem Planeten rumläuft. Hiromu Takahashi, der unglaublich gut ist. Ricochet sowieso. Will Ospreay, unglaublich. Der ist ja auch erst 25, 26 in die Richtung, glaube ich. Und grandios. Hat ja auch beim letzten. Bei der letzten New Japan Show, bei der 46. Anniversary Show gegen Okada geheadlined. Und momentaner Junior Heavyweight Champion und fantastische Liste. Also auch wieder hier stimme ich komplett zu. Ja, bei der nächsten Liste wirst du auch zustimmen. Oh ja. Meisten überschätzt, most overrated. Erster Platz ist, willst du es sagen? Jinder fucking Mahal. Zweiter Platz Roman Reigns, dritter Platz Baron Corbin, vierter Cody, dann The Miz, Bray Wyatt, Shane McMahon, Braun Strowman, Brock Lesnar und Sexy Star. Ja, habe ich auf Twitter vorhin schon mal geschrieben mit Y2J Chris. Er hat auch geschrieben von wegen, ja, absoluter Bullshit, dass Reigns auf Platz 2 ist. Ja, habe ich auch nur zugestimmt, weil es ist für viele anscheinend die Most Hated Liste. Weil Most, was? Ja, Reigns zu Recht Platz 2, könnte auch Platz Ja. 1 sein. Weil Most Overrated ist halt einfach, wer zu stark gepusht wurde für seine Fähigkeiten. Was bei Jinder Mahal der Fall ist. Er war World Champion und ist scheiße. Bei Roman Reigns wiederum, er war nicht World Champion und ist sehr, sehr gut. Also hat er prinzipiell schon mal absolut nichts auf dieser Liste zu suchen. Baron Corbin, ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt da drauf gepackt. Cody, auch nicht unbedingt. Shane McMahon, definitiv. Also Shane McMahon hätte ich locker mal auf Platz 2 gestellt oder so. Braun Strowman sollte komplett von der Liste runter. Sexy Star auch, also weiß ich nicht, was die auf der Liste macht. Ist wahrscheinlich, wie ich es so erwähnt habe, halt ist eher so die Most Hated Liste, weil Sexy Star sich halt nicht wirklich beliebt gemacht hat, genauso wie Brock Lesnar, was der bei Most Overrated steht, was auch kompletter Bullshit ist, weil er einfach sich erlauben kann. Ja, er ist ein Draw, er hat nichts bei Most Overrated zu tun, weil er einfach der größte Draw im Wrestling ist. Also ist kompletter. Das ist schon komplett paradox, dass der überhaupt in der Liste drinsteht. Und deshalb, mit der Liste bin ich nicht ganz so zufrieden. Die Nummer 1 stimmt.
ganz klar. Aber ansonsten, Bray Wyatt kann von mir aus auch noch Platz 1.1 sein. Aber ansonsten finde ich die Liste jetzt nicht so prickelnd. Okay, dann am Most Underrated Rusev, Tomohiro Ishii, Finn Bálor, Sami Zayn, Cassius Ohno, Cesaro, Oney Lorcan, Grand Metalik, Chad Gable und Roderick Strong und Honorable Mentions natürlich wieder ist auch Walter dabei. Okay, was Bullshit ist. Also, wenn man es natürlich sieht von der Tatsache, dass er fucking awesome ist, aber er halt relativ unbekannt ist, dann ja, mit Most Underrated, aber ansonsten hat er da eigentlich nichts zu suchen auf der Liste. Ansonsten komplette Zustimmung. Ich hätte vielleicht persönlich Rusev nicht auf die 1 gestellt, da ich jetzt Rusev nicht so abfeier wie viele andere. Aber ansonsten, ja, Sami Zayn gehört da drauf, Cesaro gehört da jedes Jahr drauf. Ishii gehört auch drauf, habe ich ja vorhin schon beim besten Brawler angemerkt, dass ich dem mal einen World Title Run geben würde. Cassius Ohno auf jeden Fall. Roderick Strong ist momentan wieder ganz gut im Kommen. Und ja, stimme ich zu. Okay, dann Best Office Draw, Conor McGregor, Kenny Omega, Tetsuya Naito, Joe DeSampaio, Kazuchika Okada, Brock Lesnar, Floyd Money Mayweather, John Cena, Roman Reigns und Ronda Rousey. Ja, kann man so lassen. Dann Rookie of the Year, Matt Riddle, Leo Rush, Fred G., Shayna Baszler, Tetsuya Nomura, Ben Kay, Chiyoko Hashimoto, Rachel Ellering, Taraki, Kenny Mitchell, Daria Baronado. Ich habe eine komplett andere Liste. Das steht zumindest bei mir mit Rookie an, of the Year. Oder wo bist du? Ja, Rookie of the Year, da habe ich was komplett anderes. Naja, dann. Das ist vielleicht die vom letzten Jahr, weil Matt Riddle hat, glaube ich, im letzten Jahr gewonnen. Ja, das wundert mich auch, weil ich. Ja, dann ist bei mir ein Fehler drin. Dann. Okay, auf jeden Fall Kazuya Kitamura ist hier Platz 1. Ansonsten nichts WWE-mäßiges. Bianca Belair ist drin, die war ja beim Mae Young Classic. Austin Fury ist noch drin von Evolve, aber ansonsten Hana Kimura ist noch drin. Die war ja auch im Abschiedsmatch von ihrer Mutter dabei. Das war awesome gegen Minoru Suzuki. Und ja, Kazuya Kitamura ist großartig, der Kerl. Den muss man sich angucken bei New Japan. Einer der nächsten Topstars. Ja. Ach so, ich dachte, du warst Das kurz. war. Das war Ich habe jetzt. fertig. Ah, ich habe fertig. Ich war irgendwie kurz. Naja, egal. Nee, ich dachte nur gerade, kommt noch was und dann so. Erstmal nix und dann. Naja, gut. Dann bester Non-Wrestler. Nummer 1, hoffentlich haben die gleichen. Daniel Ryan. Ja. Gut, dann Zelina Vega, Paul Heyman, Stokely Hathaway, Daria Cueto, Dan Lambert, Key Monito, Jim Cornette, Shane McMahon und Renee Young. Genau. Ja, würde ich zustimmen. Paul Heyman muss immer mit oben mitspielen. Stokely Hathaway kam jetzt in dem letzten Jahr auch wieder super heraus, hat sich sehr, sehr viele Klienten geschnappt. Dario Cueto fand ich schon immer super bei Lucha Underground. Zelina Vega ist awesome und Daniel Bryan ist auch sehr, sehr gut. Jim Cornette, ja, Jim Cornette ist immer super. Shane McMahon, und Renee Young ist auch in ihrem Job ganz ordentlich. Dann kommen wir zum Kommentator des Jahres. Moral Platz 1, dann Corey Graves, Don Callis, Chimmel Nogami, Kevin Kelly, Nigel McGuinness, Jim Ross, Chuck Taylor, Excalibur. Excalibur, ach Gott, Excalibur und Julio Cesar Rivera. Shimpei Nogami ist interessant. Da ich mal behaupte, dass jeder seiner Votes oder dass viele seiner Votes kein Japanisch können. Aber das ist geil an Shimpei Nogami, wenn er halt einfach in der Finish-Phase komplett ausmarkt auf Japanisch und du als nicht-Japanisch sprechender einfach trotzdem in die Finish-Phase reinkommst und dir denkst, Alter, ist das Match jetzt episch. Und du nach dem Match denkst dir trotzdem, okay, der Kommentator hat so viel dazu beigetragen. Und es spricht für ihn. Du verstehst nicht, was er will, aber trotzdem weißt du trotzdem, was er ausdrücken will. Und deshalb ist er ein großartiger Announcer. Mauro Ranallo, klar. Corey Graves, klar. Don Callis,
ist ja jetzt auch der englischsprachige New Japan-Kommentator, finde ich auch sehr, sehr gut. Kevin Kelly, der zweite englischsprachige New Japan-Kommentator, auch sehr gut. Nigel McGuinness ist awesome. Jim Ross muss immer dabei sein in so einer Liste. Chuck Taylor, Excalibur ist sehr interessant, sind ja die zwei mit die regulärsten PWG-Kommentatoren und ja, sind immer wieder spaßig. Dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich immer zu den guten. Sollen wir noch die schlechten erwähnen oder sollen wir nur die guten erwähnen? Ja gut, da können wir nur die Top 1 schnell durchhandeln. Okay, dann würde ich sagen, Worst Television Announcer ist Booker T. Definitiv. Also, ich weiß nicht mal. Booker T ist nämlich Also so den. scheiße und haut manchmal so Sprüche raus, dass er schon wieder awesome ist. Also ich hätte lieber Byron Saxton als Nummer 1 gehabt. Weil er Okay. ist halt nur scheiße. Beste Großveranstaltung. Ja. Ja. New Japan Wrestling Kingdom 11. Also, das ist ja wohl klar. Schlechteste Easy. Großveranstaltung. Battleground. Battleground oder Fastlane. Was Jo. ich hier sehr interessant fand in der Liste, WrestleMania ist auf Platz 4. Das fand ich jetzt gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Das ist ja quasi für die der zweitschlechteste Pay-Per-View und das war auf keinen Fall. Von der WWE, genau. Payback, Backlash mit drin, dann Clash of Champions, dann Survivor Series auf Platz 9. Also die hätte ich jetzt gar nicht damit dazu gezählt. Roadblock erst auf Platz 8. Also die fanden quasi WrestleMania schlechter wie Roadblock. Und das, ja genau, Roadblock und Und Fasten ist ja gar nicht hier mit drin. genau, Fastlane ist gar nicht mit drin. Also das ist auf jeden Fall sogar bei den Honorable Mentions noch Money in the Bank mit dabei. Also das, Platz 1 geht klar, aber ansonsten komische Liste. Ja. Bester Move. Kenny Omegas One Oh, Wayne yes. Angel. Ja, denke mal zu Recht natürlich, oder? Auf jeden Fall. Dann die abscheulichste Promo-Taktik. WWE promoting Jimmy Snuka as a hero in death. Ja, dieses Jahr wird es dann halt Fabulous Moolah in der Battle Royale. Nennenswerte Erwähnung, Bailey, this is your life. Ja. Worst Television Show, Raw. Nee, würde ich nicht sagen. Nö. Also ich fand Davon. Impact schlechter, ich fand SmackDown sogar schlechter. Ich fand SmackDown tatsächlich schlechter als Raw, muss ich sagen. Und Lucha Underground hat nachgelassen, die fand ich auch schwächer. Raw damit zum vierten Mal hintereinander gewonnen. Ja, Impact fand ich trotzdem schlechter. Und SmackDown auch. Und 205 auch. Also das ist ja erst die letzten 5, 6 Ausgaben richtig gut geworden. Also komische Liste fand ich wieder. Ja, genau. Dann Worst Match of the Year. Platz 1 und 2. Bray Wyatt vs. Randy Orton, WrestleMania 33 und Bray Wyatt vs. Randy Orton von Payback. Ja, stimmt's wahrscheinlich zu. Nein, Oh. mein schlechtestes Match des Jahres ist auf Platz 4 und zwar Alexa Bliss gegen Bayley Ah, Kyrie ja, Sane. stimmt. Das war noch schlimmer, tatsächlich. Und Randy Orton gegen Jinder Mahal des Punjabi Prison war auch shitty. Das stimmt auch. Das ist auf Platz 5. Worst Fight of the Year, Randy Orton vs. Bray Wyatt. AJ Styles gegen Jinder Mahal hat wenigstens das Positive gehabt, dass AJ den Titel gewonnen hat. Bray Wyatt gegen Finn Bálor war auch sehr bad. Ich hätte persönlich vielleicht sogar eher Bayley gegen Alexa Bliss auf Platz 1 gestellt. Weil die Feder Weil einfach es war halt, scheiße. genau, das war von vorne bis hinten scheiße. Randy Orton gegen Bray Wyatt war zwischendurch, also segmentisch fand ich das awesome. Gerade wo er das Haus niedergebrannt hat, das war fucking awesome. Die Matches waren halt Bullshit. Nakamura gegen Mahal, ja, das ist auf Platz 2 ganz okay. Randy Orton gegen Jinder Mahal hatte wenigstens das solide Match bei Money in the Bank. Aber wie gesagt, Bayley gegen Alexa Bliss war nur scheiße. Das stimmt. Dann würde ich sagen, Worst Promotion of the Year, TNA. Ich denke mal, brauchen wir nicht viel zu sagen. Ja. Genauso wie es der Bryan Danielson Award ist beim besten Techniker, ist Worst Promotion of the Year der TNA Award. Weil sie seit 2007 durchgängig gewinnen. Bester Booker, Gedo. Jawohl. Damit bist du zufrieden. Honorable Mentions, Walter. Nein, Promoter Quatsch. des Platz Jahr. 5. Platz 5, Christian Michael Jacobi von der WXW. Yes. Oh, shit, geil. Dann Promoter of the Year.
Wie wird dieser Name ausgesprochen? Takaiki. Kidani. Takai. Nee, Takagi Kidani. Genau. Oh, war gar nicht so schlecht. Doch, wahrscheinlich war es scheiße. Gut, ja. Ja, Dana White, Paul Levesque. Ja. Paul Dann. Levesque spezifisch natürlich. Für NXT kann man zustimmen. Dana White, ja, ist UFC, ist halt eine Mega-Promotion. Und Kidani ist klar, einfach New Japan. Sehr, sehr gut. Ja, bestes Gimmick, kannst du den Namen wieder aussprechen? Los Ingobernables en Japón. Gut. Hiromu, Daryl und Carol Takahashi, Velveteen Dream, Marty's Girl, The Elite, Drew Gulak, Rusev Day, Broken Hearties, Aleister Black und Braun Strowman. Komplette Zustimmung. LIJ ist awesome. Gerade Tetsuya Naito natürlich. Dann das schlechteste Gimmick. Bray Wyatt als Sister Abigail. Ja, Punkt, ja. Jason Jordan als Kurt Angle's Sohn als Platz 2 ist natürlich auch shitty. Ist sogar relativ knapp, 20 Punkte. Aber, oder 20 Votes vielmehr. Aber ja, Bray Wyatt's Sister Abigail war absoluter Rotz. Bestes Wrestling Pro Wrestling Buch. Crazy Like a Fox, Brian Pillman Story by Liam O'Rourke. Habe ich noch nicht gelesen, werde ich aber tun. Meltzer hat auch schon zu dem Buch gesagt, es wäre eines der besten Autobiografien, die er je gelesen hat. Also von daher werde ich mir die auf jeden Fall mal reinziehen. Und Platz 5, das Buch von Chris Jericho, No is a Four-Letter Word, das werde ich mir auf jeden Fall auch noch bestellen. Das möchte ich mir auch auf jeden Fall mal durchlesen. Genauso wie Platz 9 von Sean Oliver Kayfabe, das wollte ich mir auch auf jeden Fall nochmal ansehen. Interessant ist natürlich Crazy is My Superpower von AJ Lee, aka AJ Brooks. Nur so als Ja. kleine Menschen. Dann zur letzten Kategorie, und zwar beste Pro Wrestling Promotion, ja, beste Pro Wrestling Dokumentation ist Ric Flair 30 for 30. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was mit der dritten gemeint ist, mit dem Fight Owens Fight. Ob er hat er nochmal eine separate Dokumentation gekriegt? Ehrlich Könnte gesagt, sein. Vielleicht eine DVD vielleicht. könnte sein. Die anderen habe ich gesehen, WWE 24s. WWE 365 habe ich gesehen. Ich wusste gar nicht, dass Bruiser Brody eine Dokumentation gekriegt hat auf Platz 2, die hier ist. Die will ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Die Ric Flair-Dokumentation wollte ich mir auf jeden Fall reinziehen. Habe sie nur leider noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es die auf irgendeiner Internetseite gibt. Auf YouTube ist sie nicht, da habe ich schon geguckt. Aber auf jeden Fall auch eine, die ich mir auf jeden Fall reinziehen werde. Und ja, die WWE 24 sind immer awesome. Platz 7 habe ich auch gesehen, Officer and a Gentleman mit Dave Meltzer. Ist jetzt nicht unbedingt eine Dokumentation. Ist einfach eher so Gequatsch, aber ist auch ganz cool und ja. Auch empfehlenswert wahrscheinlich die Ric Flair Doku. Genauso wie die XFL-Doku von wem ist das eigentlich, dieses 30 for 30? Ich glaube, das ist von ESPN. Haben auch eine XFL-Doku gemacht, die gibt es auch auf YouTube, die ist auch ziemlich gut. Gerade wenn die XFL bald startet, sollte man sich die mal vielleicht angucken, wen es interessiert. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Und das waren so ziemlich die Wrestling Observer News Letter Award. Kann man? Wrestling Observer News Letter Ja, Awards. Newsletter Awards. Genau, eigentlich so ziemlich die renommiertesten Slammy Awards, die es eigentlich so, oder renommiertesten Awards im Wrestling-Bereich. Natürlich nach unseren Slammy Awards natürlich. Ja. Und ja. War mal interessant, das mal durchzugehen. Haben jetzt sehr, sehr lange dafür jetzt gebraucht. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt darüber auch jetzt geredet haben. Ziemlich lange. Aber wir machen nun den Schwenker zu SmackDown. Und anfangen tut es natürlich mit einem sehr, sehr erfreulichen Typen, und zwar mit AJ Styles. Den Anfang habe ich tatsächlich live gesehen. Ähnliches Oh. Spiel wie bei Fast Lane. Ich war halt wach und wollte einschlafen. Dann kam AJ Styles raus und dachte mir, okay, scheiße, für die nächsten 20 Minuten kann ich das also vergessen. Ja, AJ kam raus, AJ ist awesome. Fertig. Ja, das ist die Promo eigentlich zusammengefasst. Er ist durch den Tisch geflogen bei Fast Lane, hat gedacht, oh scheiße, jetzt wird es nichts, der Verteidiger hat dann doch verteidigt, weil er awesome ist, weil er phänomenal ist. Er und Nakamura haben ungefähr dieselben Wege zur WWE gehabt. Und er sieht sich als
jemanden, der so ist wie jeder Einzelne in der Crowd, als irgendein Dude halt, aber wenn er in den Ring steigt, dann ist er einfach phänomenal und ja, Nakamura kam raus. Nakamura, ja, ja. Hat dann gesagt, in Anführungszeichen, dass er ihn respektiert und bei WrestleMania werden Träume wahr und mein Traum ist es, dir ins Gesicht zu treten und Champion zu werden. Das halt nur in Englisch und mit gebrochenem Englisch. Und Rusev und Aiden English kamen die dann unterbrochen und dann gab es Werbung und nach der Werbung gab es dann AJ gegen Rusev. Match war gut, fand ich. Rusev und Aiden English haben dann am Ende AJ angegriffen, Nakamura hat den Save gemacht und hat sich dann verzogen. Ja, war ein ordentlicher Anfang, fand ich. Eine schöne Anfangspromo. Ich freue mich auf das Match zwischen Nakamura und AJ Styles. Sind halt Nakamura und AJ Styles. Match war auch ganz gut, hat mir gefallen. Ende, ja, kann man machen. Und ja, ich war zufrieden. Definitiv, das war cool. Dann ging es auch gut weiter. Man hat im Promo-Clip gezeigt, wie die Bludgeon Brothers gestern zerstört haben, also bei Fastlane. Und dann hat man eine Promo oder eine Ankündigung, vielmehr, dass Big E halt überlebt hat, den Scheiß, und Jimmy Uso. Und deshalb sind die zwei jetzt zugange und treten gegen die Bludgeon Brothers an. Und die haben eine extrem starke und ernsthafte Promo gehalten. Big E hat zwar angefangen mit, ah, normalerweise würden wir jetzt Tag Team Champions sein und würden feiern und würden Corey Graves seinen Wagen mit Pancakes füllen und was weiß ich. Aber die zwei sind am Sack und deshalb werde ich mich rächen. Und Jimmy Uso kam dann dazu und hat gesagt, ja, wir sind zwar normalerweise Rivalen, aber hey, heute arbeiten wir zusammen und machen die kalt. Und ja, die hatten dann ein relativ kurzweiliges Match. Big E und Uso haben sich dann haben sich zwei Stühle geschnappt, um gegen die Hammer anzukommen. Und dann hat sie dann doch ein Match. Und ja, die Bludgeon Brothers haben gewonnen. Clean nach 2,5 Minuten. Ja, Blood and Roar ist zerstört. Ja, bis zu. Also, ich hätte das Match nicht gebracht. Ich fand die Promo richtig gut. Ich fand den Anfang cool, wo die sich die Stühle geschnappt haben. Aber dann sollen die einfach, was weiß ich, mit den Hämmern die Stühle wegschlagen, sollen die killen und dann fertig aus. Aber das Match war halt Bullshit, dass die in 2,5 Minuten dann besiegt wurden. Ja, das stimmt. Leider. Ja, war. Gehen wir weiter. Sami Zayn Backstage für Renee Young hat sich beschwert, dass er gestern den Titel nicht geholt hat wegen Shane McMahon. Und dann ist er auf Kevin Owens zu sprechen gekommen und hat gesagt, er ist talentiert und sie waren immer füreinander da, etc. Aber wenn es um seine Karriere geht, war er immer egoistisch. Und ja. Mehr gibt es Das dazu nicht zu war's. sagen. Eigentlich schon, ja. Aber Sami Zayn und Kevin Owens werden noch später eine Rolle spielen. Genau. Dann gab es Charlotte. Charlotte ist begeistert, dass sie von Asuka ausgewählt wurde und freut sich und wollte deshalb hier im Ring sein, wenn Asuka zum ersten Mal rauskommt. Und ja, Asuka ist noch nie gegen jemanden angetreten wie sie, hat sie behauptet. Und sie wird die Streak beenden und wird ihre Legacy zementieren, also beziehungsweise festigen. Und Asuka hat dann gesagt, dass sie Charlotte herausfordern würde, weil sie die einzige wirkliche Challenge ist. Sie ist die Queen. Und also beziehungsweise Charlotte ist die Queen. Sie selber ist die Empress of Tomorrow. Und Asuka wird sich für niemanden verbeugen. Denn niemand ist ready for Asuka. Und dann gab es einen kleinen Staredown zum Ende. War ein cooles Segment, fand ich. Hat mir echt gut gefallen. Und auch hier hat mir das Segment auch wieder mehr Vorfreude erweckt für das Match. Definitiv, das war cool. Ja. Ich bin echt kein Fan, dass die WWE Promos halten lässt, also dass die Nakamura und Asuka Promos halten lässt. Aber die haben sich nicht so schlecht geschlagen, fand ich. Ja, also es hat schon stetig gebessert. Bei Asuka war das besser, die hat halt eine Line gebracht. Und bei Nakamura, da hat er halt drei Sätze gebracht. Ja, aber es reicht, wenn Nakamura, wenn bei Asuka reicht es, wenn sie jemanden anguckt, die braucht nichts sagen. Und bei Nakamura reicht es, wenn er sagt, Knee to Face und I will be Champion. Punkt. Das hat man ja auch bei Fasten gut gesehen.
dass Asuka nichts gesagt hat und es hat gereicht. Eben. Und jeder wusste, was Randy war. Orton kam raus. Ich bin ausgemacht, weil er den US-Title umhatte. Das freut dich Es doch, oder? ist. Es ist. Es passt einfach. Randy Orton mit einem Titel über seine Schulter. Es sieht einfach so gut aus. Also jetzt mal den Randy Orton Mark beiseite. Aber egal mit welchem Titel der rauskommt, Randy Orton sieht einfach aus wie ein Champion, wie ein Star. Und ja, war dann im Ring Das sieht er und jetzt durch deine Fanbrille von Randy Orton. viele. Er wurde schon vieles genannt, entweder gut oder schlecht, aber er war noch nie US-Champion und Bobby Roode hat seinen Respekt erarbeitet bei Fastlane, aber er hat jetzt den Titel und wird ihn mit zu WrestleMania nehmen. Bobby Roode kam raus, hat gesagt, ja, hast mich halt besiegt, cool, Rematch und so. Hat keine Reaktion gezogen, unglaublich. Und ja, er will das Match für WrestleMania haben und er wird den Titel holen und das ist dann super glorious. Und dann kam Jinder Mahal raus und ich habe SmackDown ausgemacht und bin schlafen gegangen. Die Reaktion habe ich, auf da habe ich gewartet. Wenn Jinder Mahal kommt, wie dann, was dann passiert. Aber gut, es hat Jinder Mahal, ne? Ja. Und dann hast du SmackDown nicht mehr weitergeguckt. Doch, am nächsten Tag habe ich weitergeguckt dann. Oh, Quasi. Ich habe mir krass. noch angeguckt, wie Randy Orton eine RKO verteilt hat und dann, ja, das war alles, was ich von dem Segment dann gesehen Ja, habe. dann gab es auch das Match Jinder Mahal gegen Bobby Roode. War okay. Jinder Mahal gewinnt nach dem Kollaps, wo es Boah. vorhin eine Ablenkung gab. Naja. Fucking Jinder Mahal, ey. Kommen wir nun zu dem Interview von Kevin Owens. Ah, Jinder Mahal, der hat jetzt die ganze Ausgabe wieder runtergezogen. Ja, vor allen Dingen, der ist nie da. Und dann machen wir eine Review und der ist wieder da. Das ist jedes Mal selber. Ja, hat es selber gesagt wie Kevin Zayn, okay. Wie Sami Zayn, er wurde halt von Shane gescrewt und wäre Shane nicht gewesen, wäre er jetzt Champion. Und er wäre der rechtmäßige Champion und Shane ist wie die anderen McMahons, er will nur den Spotlight haben. Und es war, oder es hatte keinen Sinn, dass Shane Ringside war, wo er recht hatte, weil er hat absolut nichts gemacht, außer den Match zu kosten. Jo. Und ja, war wieder mal eine coole Promo, genauso wie bei Sami Zayn vorhin. Das waren zwei sehr starke Promos. Ja, und die zu was führen. Und zwar kommen wir gleich dazu. Und zwar gab es noch, ja, wir haben die erste Fabulous Moolah Battle Royale, die jetzt Haha. mittlerweile Women's Battle Royale heißt. Ja. Dann gab es noch Carmella gegen Naomi. Naomi verliert nach 3 Minuten via Roll-Up. Who the fuck cares? Ja, kommen wir nun zum Main Event mit der Musik vom SmackDown Live Commissioner Money, Shane McMahon. money, 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 money. Dale, dale. Money, 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 money. Ja, Shane McMahon. Dale, dale. Daniel Bryan ist nächste Woche wieder da. Yes, yes, yes. Punkt. Wurde geboot, weil die Crowd wollte ihn diese Woche haben. Ist klar. Wir wollen immer sehen. Shane McMahon ist nächste Woche aber nicht da, weil er wird jetzt er wird eine vorübergehende Auszeit nehmen von seinem Rang als Commissioner. Und er hat dann gesagt, Kevin Owens tritt gegen Sami Zayn bei WrestleMania und dachte mir auch, bitte lass das Segment enden, bitte lass das Segment enden, bitte lass das Segment enden. Nein. Kevin Owens kam raus. Hat den WWE-Spruch gebracht. Wish you luck in your future endeavors. Und er könnte Sami Zayn besiegen, wann er das möchte. Und das hat natürlich schon Sami Zayn rausgebracht. Und dann hat er gesagt, Shane McMahon würde nur auf die Fans hören, was ja absolut grausam ist. Und Shane McMahon war dann total schockiert, dass die beiden jetzt sauer sind, dass die ein Match gegeneinander auf der Karte haben. Und Owens hat dann gesagt, nee, wir sind eigentlich ganz glücklich. Und dann haben sie ihn zusammengetreten. Shane McMahon hat ein kurzzeitiges Comeback feiern wollen. Dann gab es aber den Helluva-Kick von Sami Zayn. Kevin Owens hat ihm eine Papa Powerbombe gegeben. Der Referee hat den Bump seines Lebens genommen. Der war awesome. Und dann haben so halt Shane McMahon richtig gekillt. Haben seinen Kopf zwischen den Stuhl geklemmt, haben ihn gegen den Ringpfosten damit geworfen und haben ihn dann Backstage getragen und haben ihm dann die
brutalste Powerbomb aller Zeiten gegeben, die Shane McMahon totgesellt hat. Ich glaube, das war nicht mal Selling. Ich glaube, der war wirklich am Sack. Alter, habe ich mir gedacht, diese Powerbomb. Hätte irgendeinen Non-Wrestler genommen, der wäre jetzt tot. Alter, leck mich am Arsch, diese Powerbomb. Die war so brutal. Und Shane McMahon, ja, der hat sich tot gesellt, der hat er nach Luft geschnappt und keine Ahnung alles. Also, das war schon so overreacted, dass es schon wieder wacky funny war. Aber das war halt, glaube ich, wirklich echt. Also, fuck, hey. War die brutal, die Powerbomb. Und dann, man hat es halt auch so aufgespielt, als würde Shane McMahon sterben. Weil dann kamen die Referees und Offizielle und EMTs raus und haben dann halt gesagt, oh Shane, du schaffst es und du wirst überleben. Und ja, genau so sind wir dann gegangen. Also die Powerbomb war echt brutal. Also ich habe die mir ein paar Mal angeguckt und dachte nur so, weil erstmal habe ich gedacht, Alter, was nimmt der, was ist das für ein Bump, in den Shane genommen. Zweitens, wie hat Shane McMahon darauf reagiert? Also da waren die Geräusche drin, die habe ich von ihm nicht so unbedingt gehört. Aber das war echt, boah, sick. Dieser Move war echt nicht ganz ohne. Okay, also, als Einzelsegment war das fucking awesome. Ich habe aber Angst, wohin es führt, weil, also ich weiß, wohin es führt. Es wird dazu führen, dass entweder Shane McMahon Referee wird in dem Match oder was eher passiert, er wird ins Match reinkommen und es gibt ein Triple Threat, worauf ich keinen Bock habe. Warum? Wieso muss man ein geiles Kevin Owens gegen Sami Zayn Singles Match versauen mit Shane McMahon, nur weil der jedes Jahr auf die verfickte WrestleMania Card muss? Es ist. Vor allen Dingen, storygemäß müsste er sogar das Match bei WrestleMania gewinnen, weil er die ganze Zeit gefickt wird von den Heels. Und normalerweise feiert er das Face bei WrestleMania seinen großen Sieg. Aber das wäre so ein Bullshit, wenn Shane McMahon bei WrestleMania gewinnen würde. Von daher hat es eh keinen Sinn, dass er im Ring im Match steht, weil er eh sein Babyface-Sieg nicht bekommen wird. Und großartig overbringen tut er auch keinen, ja. Also von daher, weil Shane McMahon hat jetzt schon 3 Jahre hintereinander bei WrestleMania auf die Schnauze gekriegt. Irgendwann ist er halt auch in Anführungszeichen kein Draw mehr oder keine große Hilfe. Und von daher, Traum-Szenario wäre, Shane McMahon ist jetzt erstmal verletzt bis über WrestleMania und dann kann er von mir aus gegen Kevin Owens und Sami Zayn Match bei Backlash haben. Das ist mir scheißegal. Ja, das kann man auf jeden Fall so einbauen. Also, mal sehen, wie man es machen wird. Ich hoffe mal, dass man auch das Singles Match so lässt. Die Befürchtung habe ich auch. Segment waren sich geil. Aber wozu es hinführt, da habe ich auch meine Angst. Na gut, okay, Traumszenario wäre was anderes. Das wäre, dass Shane McMahon das Triple Threat Match will und Daniel Bryan sagt, nö, du trittst gegen mich an und dann kommt Daniel Bryan aus dem Retirement raus und squasht Shane McMahon in 5 Sekunden und dann gibt es bei Backlash AJ Styles gegen AJ Styles gegen Daniel Bryan um den WWE-Titel. Was hast du gerade genommen oder so? Also Realismus hast du nicht genommen, glaube ich. Ja, leider nicht. Man darf ja träumen. Und dann Return CM Punk und dann gibt es Daniel Bryan gegen CM Punk gegen AJ Styles in einem Triple Threat Match. Und dann Return Shawn Michaels und dann gibt es das im Fatal 4-Way. Und das wäre dann das beste Match aller Zeiten. Ja, schweigen, schweigen. Also, wir sind alle fassungslos, was Micha da gerade rausgehauen hat. Ne? Warum? Ich habe hier gerade WWE Booking-Pläne enthüllt, ja. Wenn das eintritt, dann guckt ihr blöd. Das ist sehr realistisch, oder? Das, die Chancen liegen bei 100%, aber das kann sich immer ändern, ja. Okay, dann lassen wir es so stehen. Und ich würde mal sagen, kommen wir nun zum Fazit. Ich war zufrieden. Hätte ich den Jinder Mahal Teil gesehen, wäre wahrscheinlich SmackDown 3 Stufen schlechter. Aber es war okay. Wie gesagt, das Main-Segment fand ich gut. Die erste halbe Stunde ungefähr fand ich gut mit AJ gegen Rusev und dem AJ-Segment am Anfang. Asuka gegen Charlotte war gut.
Ja, Carmella hätte ich jetzt nicht gebraucht in dem einen Match. Und ja, Orton war gut. Sami Zayn und Kevin Owens Backstage waren gut. Also es war eine ziemlich gute Show. Muss ich auch sagen, war eine gute Show, hat mir gefallen. Der Anfangsteil war stark, Main Event war stark, Charles Asuka war stark, Matches waren an sich nicht so schlecht und war auch zufrieden mit der Show. Und ja, das war eine SmackDown-Ausgabe, die sich gelohnt hat zu reviewen. Definitiv. Auch wenn man sagen muss, wir haben jetzt wahrscheinlich über SmackDown nicht so viel gesprochen, aber das Problem ist einfach, man konnte nicht viel sagen und die Show ist natürlich auch eine Stunde kürzer als jetzt bei Raw. Ja, das stimmt. Es ist halt, neben dem Main-Segment ist halt nicht brutal viel passiert. Also es ist halt, es werden halt, die Fäden stehen halt einfach. Und es wird halt jetzt bis WrestleMania einfach nur weitergeführt. Du weißt, du kannst ja über nichts spekulieren, weil die Card steht ja prinzipiell schon, ja. AJ gegen Nakamura steht ja schon. Also kann man da jetzt nichts Großartiges spekulieren. Genau, Also, deswegen, also man das kann da halt. nicht wirklich voraussehen oder weiter darüber reden. Oder es war jetzt nicht kontrovers oder Sachen, wo man jetzt mal viel drüber behandeln kann oder so. Deswegen Ja, der war Main das Event halt. hm? Der Main Event halt. der Main Event halt und von daher würde ich mal sagen, gehen wir in Ordnung. Ich glaube, wir werden auch so knapp über 50 Minuten trotzdem drin sein. Denke ich mal. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange wir jetzt aufgenommen haben. Aber wir sind ja, denke ich mal, sehr, sehr lange dabei, weil wir auch sehr, sehr intensiv über die Wrestling-Opnahme Observer Newsletter Awards geredet haben und ja, dann haben wir noch über SmackDown gesprochen und ihr könnt natürlich eure Meinung zu den Wrestling Observer Newsletter Awards natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet und natürlich auch könnt ihr gerne schreiben bezüglich der SmackDown-Ausgabe. Willst du noch was loswerden? Cedric Alexander gegen Roderick Strong von 205 kann man sich durchaus geben. War ein ziemlich gutes Match. Nicht so gut wie erwartet. Mit dem falschen Sieger. Trotzdem gut. Rein von der Crowd her vielleicht eines der hottesten Matches in 205 History. Und ja, kann man sich geben. NXT war diese Woche. Aleister Black. Vertragsunterzeichnung mit Zelina Vega war awesome. Die war geil. Pete Dunne gegen Adam Cole war ein gutes Match. Ja, New Japan Cup sollte man sich geben. Gab es heute Sabre gegen Kota Ibushi, was großartig war. Und ich glaube am 21., das ist glaube ich nächste Woche Mittwoch, gibt es dann das Finale vom New Japan Cup. Ich glaube morgen und übermorgen gibt es glaube ich Halbfinalpartien. Und ja, wer Wrestling mag, sollte auch das verfolgen. Da habt ihr es gehört von Mischa. Und ja, ich würde mal sagen, das sind schöne Schlussworte oder schöne Sachen. Da würde ich mal sagen, schreibt ihr mal gerne in die Kommentare und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao.